Huiuiuiui. Huiuiuiui. Was geht hier? Was geht hier? Hier ist doch bestimmt irgendwo Luft. Luft! Gib mir deine Luft. Im Gegensatz zum Wasser in Australien sind die Ratten in Australien bestimmt sauber. Ist hier Winnie Pooh gestorben oder was ist hier los? Da haben wir uns den Kopf tief in die Honig gesteckt. Braucht den ganzen orangen Shit. Gib ihn mir, gib ihn mir. Meins, meins, meins. Danke. Das nehme ich auch mit. Den auch. Grüner Shit, bräunig. Kann ich hier irgendwas an? Nee, der haut ab. Okay. Bevor der mich jetzt hier auch umbringt. Möw? Wo ist mein Möw? Möw, da. Schon wieder fast gestorben. Aua. Sind die 20 Minuten eigentlich schon um? Oder gucken wir noch, haben wir noch Platz? Ja, wir haben noch Platz. Aber auf jeden Fall ist es super, dass das Ding verbessert ist und einfach so viel mehr aushält. War dieser Forschungstisch schon mal ein richtiger Segen. Da. So, ruf auf den Stubsauger und dann ab nach Hause. Jojo, dann gucken wir mal, dass wir gleich den anderen Sauerstofftank bauen können. Vielleicht können wir da ein bisschen länger draußen rumdödeln. 100. Was? Ah, jetzt ist. Ah, ich bekomme sogar hier eine Nachricht. Guck mal, ihr habt mich vorher angelogen. Es war noch gar nicht fertig, die 20 Minuten. Ich bin nicht der klügste Mann im Weltall. Also, Mann ist mein Name. Klar hast du das. Ich habe aber gefragt, ob sie schon um sind, die 20 Minuten. Und nicht, ob sie um sind, wenn ich da bin. Mhm. Klar. Eine Minute, das ist nice. So, jetzt gucken wir mal. Ausrüstung, heftiger Tank. Plastik, Isolierband. Kompensator. Isolierband.
Oh mein Gott, neue Sauerstoffreserve 200. Jetzt haben wir hier einen Schlauch. Oh, jetzt haben wir hier so ein richtig, oh, so ein Hightech, also so ein Eckenschlauch. Wahnsinn. Tja, das war's mit unseren Kondomausflügen. Hart, Aluminium, Stoffrolle. Müsste ich alles haben. Zweimal Aluminium. Gerade so. Was meckerst du rum? Transition ist heute on point, muss ich zugeben. Hadi Kitty! Nee, du bleibst jetzt noch einen Moment. Ich habe gesagt, du bleibst jetzt auch hier. Und bist süß in die Kamera. Guck süß in die Kamera. Aktuell selten, weil ich gerade bei Apex ja das Dings gespielt habe, das Event. Transition hat heute keinen Bock. Der braucht keine Hilfe, dem geht's gut. Hexi? Ach, guck mal, das sieht aber erotisch aus, der Anzug. Guck mal, jetzt sind wir weiß. Erkunde die Raumschifftrümmer. Welche? Cosmo, moin moin, wie geht's? So. Was können wir hier noch erforschen? Satz 1 Fahrzeug, das ist ein Auto. Batterien, Elektronik, Magnet, Kaugummi. Sprengstoff, 4 Batterien, 4 Gummi. Ah, diesen Beschleuniger wollte ich, ne? Boah, ich brauche viermal veredeltes Metall. Okay, versuchen wir das mal zusammenzukriegen. Lilly und Kiva-Übergänge. Nette Idee. Genauso wie ein Kitty-Pause-Screen. Okay, jetzt hat er meinen Arm scharf gestellt. Ich muss nur mal die Fernbedienung dran machen. Dann kann ich auch aus der Ferne das Ding scharf stellen. 5, 6. Nee, scheiße ist das, was ich heute den ganzen Tag gemacht habe. Eieiei. Nicht schön. So, Kompensatoren. Habe ich noch Kali und Titan? Jawoll. Diese gruselige schwarze Katze da. Die da so schemenhaft auftaucht. So, Titan brauche ich noch.
Oh, 20 Minuten. Gut. So, habe ich hier noch Werkzeug drin? Ja, hier ist der Greifer. Muss ich neu bauen. Die ist nicht gruselig. Nee, aber die ist so ein bisschen, wenn man nicht drauf achtet, da ist sie so, huch. Da ist so Kitty. Ist auch richtig dumm, dass ich kein Bett bauen kann, um mich zu erholen. Ich muss einfach Medikits benutzen. So, was brauche ich für so einen Greifer? Veredeltes Metall, Batterie, Kabel, Aluminium. Ich glaube, ich habe gar kein Aluminium mehr. Ich habe alles verbraucht. Sag ich ja. Ich habe meine Atemzeit jetzt verdoppelt einfach. Wahnsinn. Aber kurz was zu essen machen ist noch drin. Zweimal essen. Einmal Wasser. Na komm, aber noch ein Essen, das ist, sind die Ressourcen weg. So, zack, zack, zack. Die Sauerstoffkanister nehme ich einen mit. Das sind Blaupläne, das sind Kabel. So eine kranke Kaugummi-Nagelkeule hier, das ist ein bisschen eklig. Soll ich jetzt diese Raumschiff-Trümmer? Komme ich auf der anderen Seite jetzt eigentlich raus oder auch nicht? Hm. Ich kann hier wohl anscheinend nichts machen, weil kein Strom. Bin ich Scanner dabei? So that's how it actually works. How interesting. Okay, jetzt habe ich Blöcke. Forschungstisch, Luftschleuse, Stromgenerator, Sauerstoffgenerator, kleine Dötte. Sprechanlage. Oh, ich kann mir sogar eine eigene Sprechanlage bauen. Kinotron. Brauche ich den dafür? Ja. Gut, wieder was gelernt. Ja, er wurde vom Brokkoli umgebracht. Ja, kein Strom. Okay. Da muss ich mich wohl doch draußen weiter umgucken. Ach komm bitte, ich brauche einen Freund auf meiner Basis. Wir haben uns verlaufen, Freund. Wieso sagst du nicht, dass wir links abbiegen müssen? Mann, Mann, Mann. Dass du auch immer mit dem Kopf durch die Wand willst, ne? Das ist auch ein bisschen. Das ist eine ganz schlechte Eigenschaft von dir, Freund. So, das ist dein Spot. Spot. Das ist dein Place. Ganz kurz mal was gucken. Ressourcen, nee, Objekte, Station, Sauerstoffstation, dicke Sauerstoffkerze, Isolierband, Aluminium. Ich habe gar keinen Gummi. Wo habe ich denn nochmal Gummi herbekommen immer? Nee, ich hätte auch nichts, um Gummi zu machen. Okay.
Adam, schönen guten Abend. Wir sind im Weltall, hier gibt's kein Corona. Titanbatterie Harz. Kiba hat gerade die Toilette gespült. Müssen wir, ich glaube, wir müssen mal hier eine Dings-Playlist anmachen oder Spotify irgendwas. Was du wovon halten sollst? Bohrer? Habe ich nur das Zeug für einen Bohrer? Veredeltes Metall, Batterie, dickes Isolierband. Ne, habe ich glaube ich nichts. Muss gucken, wo ich Gummi herkriege. Trümmer mit funkelndem Verkabelung, Frachtcontainer. Alles dabei. Auf und davon! Oder ja, über die Dinke. Über die Dinge hier weg. Falls das geht. Aber sieht gut aus. Haltbarkeit 4, das sieht so aus, als ob das Ding bei kaputt geht. Habe ich mir ein Repariert-Dings mit? Nee. Oh, Haltbarkeit 4 hat es nur noch, weil ich oft inzwischen irgendwo gegengefahren bin. Haben wir hier? Ein Honigfass. Für die Süßmäuler unter uns. Was ist los bei dir? Ist schön, dass er seinen Rollkoffer dabei hat. Ein modischer Koffer. Für Langstreckenflüge. Einige Modelle verfügen sogar über eingebaute Miniaturmotoren, die einem helfen, in der Schwerelosigkeit bequemer zu reisen. Diese Koffer wurden jedoch als gefährlich eingestuft. Lockhoppe, ja, richtig. Ich dachte, das passt irgendwie. Krass, wie lange wir jetzt hier draußen bleiben können, so. Eigentlich hätten wir schon wieder zurückgemusst. Ach, Gummi für Isolierband. Okay, dann ist kaum... Was ist... Wie komme ich in die Richtung dann dahin? Süßmäuler. So, das da vorne schaue ich mir noch. Oh, Inventar ist. Ja, wir haben ein paar Sauerstoffdinger gefunden, das ist okay.
Das ist ein Titan-Ding hier. Interessantes Design. Okay, wir gucken uns das mal an. Schutzabdeckung. Okay, was ist hier passiert? Untersuchen Mob. Der innovativste Mob. Da wurde viel Geld ins Linienschiff investiert. Wenn sogar das Reinigungsteam mit dem besten Werkzeug ausgestattet war. Nehmen wir mit. Okay. Cool. Das ist immer ein bisschen schade, dass man sich die Orte nicht markieren kann, wo man schon war. Wo sich das alles da oben drin behalten. Wurden erkannt, es kann zu einigen Ausfällen bei der Arbeit der komplexen Geräte in dem Bereich kommen. Okay, vielleicht sollte ich das nicht anfassen. Ich kann das Hühnchen da nicht reinhalten. Um es zu neutralisieren. Ah, die Behälter lasse ich auch mal. Ist das ein Hirn? Aber wieso bin ich eigentlich zu Fuß unterwegs? Da. Was zum Teufel ist hier passiert? Autsch! Den hat jemand ins Fuß gepiekt. Ein Spielzeug. Die Macher wollten die Offensichtlichkeit auf ethische Seite des Zettel kümmern. Robots do not feel pain. Probably. It can't be said about this poor guy anyway. Da vorne sollte ich hin. Guck mal, dann können wir auch da direkt hin düsen. This debris clearly doesn't belong to eindeutig nicht zum Linienschiff. Dass sie mit veralteten Technologien hergestellt wurden. It's an extremely unsafe place. I can't even use my main systems, only the built-in processor, which is perfectly protected from power surges, but is not able to count to 10 without errors. Oh, Strahlung wird schlimmer.
This is an energy core of the Breath Edge Company. I don't know who transported such technologies on the liner and for what purpose it was done, but now it's easy to explain the presence of electromagnetic anomalies. By the way, I don't recommend turning off the active core. It will most likely lead to unpleasant consequences. Okay, Kern ausschalten, unangenehme Konsequenzen. Okay, da auch nicht lang. Aber ich kann da auch nicht reinfliegen, oder? It reminds me of old space stations that were used about 50 years ago for communication between planets. Besides, some components were produced at the Breath Edge Agency factories for sure. Bin drin! Futter! Gummi! Kraftstoff! Metall! Da geht's raus, muss da lang. Völlig losgelöst in dem Raumschiff. Oh nein! No idea how they got into the closed system of the aquarium, but there are no more fish here. Tote Hamster im Aquarium. Oh, mein Scanner ist kaputt. If I were to design a trash can, everything would have fit in it. Ist das so? Hättest du die Mülleimer designt, hätte alles reingepasst. Detailed plan of the habitation module. These rooms look like someone's shelter, but it has had no occupants for a long time. Ich hab keinen Scanner. Schon die zweite Sache, die ich da liegen lassen muss. Ich hab wirklich keinen Scanner mehr. The cause of death was a blunt injury to the head about 30 years ago. The body mummified due to the sterility of the environment. Oh, die ist mumifiziert. Nach. Nach 18 Tagen ist ihm die Platte auf den Kopf gefallen und er ist gestorben. One of the first prototypes of the Breath Edge Agency spacesuit without any artificial intelligence. Ohne künstliche Intelligenz. Ich kann übrigens pinkeln, habe ich vorhin festgestellt. Ja. Also es wäre sehr komisch, wenn es hier keine Baustelle gibt, keinen Bauort gibt. Die Gründer. Ein einzigartiges Foto der beiden Gründer der Breath Edge Agentur für globale Bestattung. In den Zeitungen wird meist nur der Leiter der Agentur erwähnt. Was jedoch immer im Mittelpunkt vom Breath Edge stand, waren seine verrückten Ideen kombiniert mit den grundlegenden Arbeiten des Projektingenieurs, der Weltraumbegräbnisse in eine technisch komplexe Realität zu verkörpern. Taure, schönen guten Abend. Wie geht's dir? Founders of the Breath Edge Agency, the founder of the agency and the leading designer together at a conference in 2017. A useless item. You could make a similar one. There's no such design in my catalogs. Ich hab halt mein Scanner sehr kaputt. Taure, wie geht's dir? Einen wunderschönen Sonntagabend. Tür ist verschlossen. Okay, dann gucken wir mal hier. Ja, zumindest haben wir noch keine Werkbank gefunden, dass mir irgendwie ein Scanner oder irgendwas nachbauen kann.
Handlicher Schaber bringt mir auch nichts. Now this is something interesting. It's worth taking a closer look.